In ihrem Kampf gegen Korruption nimmt die chinesische Führung den obersten Aufseher der Staatsunternehmen ins Visier. Die Antikorruptionsbehörde habe Ermittlungen gegen Jiang Zemin aufgenommen, teilte die Regierung am Sonntag mit. Jiang stehe der Kommission zur Kontrolle und Verwaltung von Staatsvermögen vor, die über die Geschicke von mehr als 100 Konzernen wacht. Ihm werden schwere Disziplinverstöße vorgeworfen, womit China in der Regel Bestechung umschreibt. Der 58-Jährige war erst im März an die Spitze der Kommission berufen worden. Mit den Ermittlungen gegen Jiang treibt die Führung unter Präsident Xi Jinping ihre Kampagne gegen Filz weiter voran. Zuletzt machte vor allem der Prozess gegen den einstigen Polizisten Bo Xilai Schlagzeilen, dem neben Korruption und Bestechlichkeit auch Amtsmissbrauch vorgeworfen wird.